Herzlich willkommen zum Newsletter 193 aus Untergrumbach, neben Hersbruck im Nürnberger Land, im Herzen von Franken und nördlich von Bayern. Die Hauptpreise aus dem Jahrbuch Wimmelbildrätsel haben wir übergeben. Alle anderen Teilnehmer bitten wir um Abholung ihres Brotzeitbrettchens nebst Bleistift aus heimischem Holz. Über die Vor- und Nachteile von Massivholzküchen veröffentlichten wir gerade eher humorvoll unsere Erfahrungswerte, denn im Netz kursieren lustige Fake News zu unserem Lieblingsthema. Wir sind todunglücklich über das Ende der Produktion von Miele Druckdampfgarern Ende des Jahres. Die Antwort von Dr. Markus Miele auf unseren offenen Brief ist enttäuschend. Umso mehr empfehlen wir Ihnen den Drucki jetzt noch zum Kauf. Denn Sie werden uns den Rest Ihres Lebens für den Tipp dankbar bleiben. In den Interviews wird das sehr deutlich. Unsere Umfrage betrifft die vordere Oberkante unserer Massivholz-Standboxen, die wir in rund oder eckig ausführen könnten. Natürlich kann sich das jeder selbst raussuchen, es geht um die Werbung für die erste High-End-HiFi-Anlage aus dem Holz der Hersbrucker Alb. Also bitte einfach eckig oder rund antworten, gerne auch mit Begründung. Zusätzlich wurde der erste objektive Test der Fachzeitschrift HiFi Testjahrbuch 2023 veröffentlicht. Und es ist sehr schön zu lesen, dass die Kritiker genauso begeistert sind wie wir. Im Rahmen der regionalen Waldschöpfungskette sägen wir wieder ab dem 3. April. Ein Kunde, ein Landtagsabgeordneter und Mitarbeiterverwandtschaft haben sich schon für unser nachhaltiges Fitnessstudio angemeldet. Wer Interesse daran hat, möge sich bitte gleich melden. Die Nominierung zum Innovationspreis Ergonomie verdanken wir der unermüdlichen Arbeit von Ute Danzer seit 1997. Sie hat Mitarbeiter, Kunden und den Rest der Welt zu einem bewussten Umgang mit dem eigenen Rücken animiert und berät sie für Bürostühle, höhenverstellbare Schreibtische, ergonomische Bettsysteme, Relaxsessel oder Polstermöbel und natürlich ist auch die höhenverstellbare Küche ein Schritt zur Rückengesundheit. Ebenso hilfreich für zufriedene Mitarbeiter ist der Tee, die Suppe oder der Instant-Kaffee, dessen kochendes Wasser man dank Kugler direkt aus der Leitung holen kann. Auch das gekühlte Mineralwasser schmeckt sehr fein, spart Transportaufwand und ist genauso hilfreich im Büro wie in der eigenen Küche. Weil in unserer vermeintlichen Zeitenwende Atomkraftwerken Nachhaltigkeit angedichtet wird und gleichzeitig Hackschnitzeln dieselbe abgesprochen, haben wir frisch inspiriert alle objektiven Infos über nachhaltige Möbel gesammelt. Bitte kontrollieren und melden, wenn Sie Verfäumnisse oder Fehler auf der Seite entdecken sollten. Wir trauern um den verstorbenen Hersbrucker Forstdirektor AD und unseren guten Freund Dieter Rosenbauer, der sich leidenschaftlich für die Regionalentwicklung der Hersbrucker Alb einsetzte und besonders den Initiativkreis Holz aus der Frankenalb nach Kräften gestärkt hat. Bitte reservieren Sie rechtzeitig Ihre Karten für die Lesung mit Dennis Scheck am 13. Mai, denn wenn der Mai erstmal gekommen ist, dann geht es doch sehr schnell. Dasselbe gilt für das ganz persönlich für die Möbelmacher arrangierte Konzert, aus Holz geschnitzt, des Ensembles Kontraste, das am Sonntag, den 18. Juni stattfinden wird. Besuchen Sie uns, wenn Sie alles Gute zum Einrichten suchen und bitte melden Sie sich immer kurz an, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und wenn Sie uns wirklich einen Gefallen tun wollen, empfehlen Sie uns bei Google und Co. Bis bald!